Oh, mein Kopf. Wo bin ich? Hier. Hä? Hier war ich doch schon mal. Ach, mein Kopf tut weh. Was ist los? Habe ich zu viel gesoffen oder was? Was tat der Chef? Das kommt mir alles so bekannt vor. Das sieht aber neu aus. Das ist doch nicht normal. Sind hier meine Sachen drin? Ja, hier sind meine Sachen drin. Okay. Dr. Anastasia, Chefärztin? Na, endlich bist du wach. Was? Wie? Warte kurz, ich war da schon mal hier, oder? Und ich habe, glaube ich, wieder den Kopf reingehauen, oder? Nein, das hast du wohl geträumt. Du lagst eine Woche lang im Koma. Leute? Ich lage wohl tatsächlich eine ganze Woche lang im Koma. Also ich habe anscheinend geträumt, dass ich aufgewacht bin in diesem Krankenhausbett. Und Paul ist gleich gelabert hat, ich wieder in die Maschine rein bin, mir wieder der Selle geklaut wurde und ich wieder mit dem Kopf eingehauen habe. Aber das habe ich geträumt. Aber ich lag in Wirklichkeit eine Woche lang im Koma. Das ist erstmal zu verkraften, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir richten das mit unserem Zeug kurz wieder ein. Das ist... Alter Schwede. Was geht hier ab, Junge, Alter? Den Bunker machen wir nehmen ja irgendwie. Okay, das ist eine neue Karte, oder? Ja, das ist eine Karte. Das ist überall genau das Gleiche. Das ist... Hey, das sind wir. Das ist unsere Karte, wo wir wohnen. Ich glaube, wir wohnen... Ach, ich kann es gerade nicht zeigen, wo wir wohnen. Da irgendwo drauf auf jeden Fall. Das ist überall das Gleiche. Junge, warum? Oder? Ich glaube schon, ja. Paul, kannst du mir das alles irgendwie erklären? Oh Gott, da bist du ja endlich. Dein Koma hat unsere Pläne sehr verzögert. Wer weiß, was mit Claudia jetzt geht. Wie es Claudia jetzt geht, Entschuldigung. Okay. Jetzt bin ich ja da. Ich bin nicht mehr im Koma. Also, was ist los? Was muss ich jetzt tun? Was müssen wir jetzt tun? Ich könnte Claudia ausfindig machen. Sie liegt in einem tiefen Dschungel. Okay. Aber, ein tiefer Dschungel. Wie genau soll ich da hinkommen? Ich habe einen Teleporter gebaut, der dich dahin bringt. Zieh aber unbedingt dafür deine Rüstung an. Ja, ich habe meine Rüstung an. Mach ich sofort. Viel Glück. Danke, Paul. Ja, das ergibt Sinn. Das Ding, weil das Zeug kennen wir ja alles schon. Es leuchtet so schön. Es leuchtet aber wirklich so scheiße schön, ne? Okay, aber wir müssen anscheinend den Teleporter. Unsere Rüstung haben wir an. Okay, wartet mal. Ich gehe vorher noch nach Hause und hol mir noch irgendwie ein bisschen Essen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, unser Essen wird langsam knapp. Allgemein irgendwie kurz im Tag auslernen. Das mache ich aber sofort, ansonsten dann gehen wir gleich sofort los. Auf jeden Fall erstmal möchte ich Hallo sagen zu dieser Folge. Willkommen. Ich hoffe, ich überlebe das. Hä? Keine Ahnung, ich habe keinen Fallschaden bekommen auf jeden Fall. Auch sehr interessant. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt keinen Fallschaden bekommen habe. Aber na gut. Ich hoffe mal, die Aufnahme ruckelt nicht. Ich habe da ein bisschen was eingestellt und so. Ich hoffe mal, die ruckelt nicht. Irgendwie ist die wie ruckelig gerade. Okay, wir müssen ausbisten. Wartet mal. Wo ist unsere Essenskiste? Das ist so Mob-Drops-Zeug. Das kann da rein. Das ist unsere Rade, kann der Bogensauce rein. Und die Axt, die brauchen wir auch nicht. Was kann hier rein? Das Leinbett brauchen wir gerade nicht. Das Dragonbait können wir vielleicht gebrauchen. Essen, die Karotten brauchen wir gerade nicht. Dings brauchen wir gerade nicht. Die Seeds brauchen wir gerade nicht, aber aus den Dings könnten wir jetzt Brot machen. Das machen wir schnell. Zack, 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 zack. Okay. Delikt 1. Nimm, sammel auf. Ich weiß nicht, warum beeilen wir uns eigentlich so? Wir haben doch alle Zeit der Welt. Obwohl, man weiß halt wirklich nie, was mit Claudia in der Zeit passiert. Also, ich glaube, da wäre beeilen wirklich tatsächlich sehr praktisch.
Ja, okay, dann fliegen wir jetzt einfach mal los wieder zum Labor in diesen Teleporter und gucken, was Paul uns da eigentlich vorbereitet hat. Also irgendwie, er hat gesagt, Claudia liegt in einem tiefen Dschungel. Also wir wissen, Claudia liegt in einem tiefen Dschungel. Und dass da irgendwie ein Teleporter hin ist, also die Teleporter, wir sollen uns Rüstung anziehen, da sollen wir jetzt hingehen. Okay. Okay. Nicht okay, nein. Aber ich... Hätte man das Ding nicht ein bisschen alles fein ausgestattet, wie so Saug, irgendwas, Lüfter, Maschinen, alles. Okay, sieht auf jeden Fall ganz geil aus, der Teleporter, aber muss das sein, dass wir direkt so ganz knapp neben Lava springen müssen? Ach Gott. Paul, ist das dein Ernst? Deswegen die Schutzrüstung, oder? Also deswegen unsere Rüstung halt, ne? Ach, na gut. Wenn wir so landen, dann sollten wir nicht. Sollte ja nicht. Ein bisschen alter, diese Lava. Was ist das eigentlich für eine Lava? Die ist halb durchsichtig. Okay, Leute. Ich würde einfach sagen, ich denke mal, das schaffen wir. Mal gucken, ob wir Claudia finden, Leute. Hören rein da. Okay. Wo bin ich? Es tropft. Es tropft auf jeden Fall. Koordinaten. Wir sind anscheinend weit weg. Okay. Okay. Also das scheint eine Tür zu sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich da raus will. Oder man kann nicht hier irgendwie hoch. Warte mal, also Dragon Ball kurz. Rein, ja, das sind Dorfbewohner oder sowas. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus, gucken, was hier so ist. Es scheint, warte kurz, du hast nichts gesehen, okay, der hat nichts gesehen. Es scheint so ein Versteck, hier ist wirklich, hier ist keine andere Tür, das scheint wirklich so ein, das ist unser Teleporter zurück anscheinend. Das scheint wirklich so ein verstecktes Haus zu sein, so eine Art, weil hier die Tür ist versteckt alles, ne. Neben den Öfen, das sieht keiner, okay, das hat keiner gesehen. Junge, was haben die für Schwerter? Alter, guckt euch mal das Schwert an hier und guckt euch diese Schwerter an. Alter, ich will das arm. Okay. Überall diese gleichen irgendwie Samurai, Ninja Bewohner oder so. Okay. Leute, was ist das hier? Okay, hier geht's tief runter. Da gehe ich mal weg. Das ist eine riesen Stadt oder sowas. What the fuck? Wir sind auch überall Bewohner. Was ist das hier? Das ist bloß ein abgeschnittenes Haus. Gibt es denn hier eigentlich noch Dungeons drin? Mal ganz kurz, wenn ich gucken darf. Gibt's denn hier noch Dungeons drin? Ja, ich glaube, da ist ja Dungeons drin. Und ich habe keine Fackeln. Perfekt, nicht wahr? Ich gehe jetzt in den Dungeon. Und geht's hier so weit runter. Und warum ist es so scheiße dunkel? Ja, ich bin in den Dungeon, Leute. Ja, okay, ich sollte mich eigentlich vielleicht nicht zwingend ablenken lassen hier. Denn wir haben eine Mission. Wir müssen Claudia finden, unbedingt. Und ja, wir brauchen so viel Zeit wie möglich. Wir dürfen nicht so viel Zeit verschwenden. Denn schließlich irgendwie, wer weiß, was mit Claudia sonst passiert, am Ende stirbt sie sonst noch. Wir haben schon Gwendoline verloren. Also ich habe schon eine Frau verloren. Warum sollte Paul jetzt auch noch eine verlieren? Das wäre gemein. Deswegen müssen wir dringend gucken. Ich weiß nicht, warum macht er das eigentlich nicht? Gut, er ist so der Wissenschaftler und ich so der so Erkundetyp hier, ne? Aber trotzdem. Okay. Okay, ist auch überall diese Leute, die hier rumlatschen. Okay. Da hängen auf jeden Fall Melonen an den Bäumen. Das sind dann ein bisschen Melonen. Ich weiß nicht, wir nehmen sie einfach mal mit, würde ich sagen. Wir machen einfach mal ein paar Melonen mit, rauben die Leute hier aus, weil, ach, die brauchen die Melonen nicht. Wir brauchen sie mehr. Wir haben nicht so viel Essen, oder vielleicht auch doch so ein bisschen. Na gut, so ein bisschen Essen haben wir, haben aber nicht über krass viel Essen. Irgendwie Essen ist immer so Essen, wenn jemand zu faul zum Suchen, Farmen oder so. Müssen wir auch machen. Okay, was gibt's hier noch? Springbrunnen. Schwämme nehme ich mir auch gern mit. Schwämme kann man immer gern gebrauchen. Weil Schwämme sind cool und Kürbisse. Aber die Kürbisse sind wahrscheinlich egal. Haben wir einen Zaubertisch? Haben wir eigentlich schon einen Zaubertisch? Also wir sind relativ viele, da könnte man sich doch bestimmt mal so einen mitnehmen, ne? Okay, was ist das hier? Das ist ein Stand oder sowas. Hier ist nichts drin, aber ein bisschen Weizen ist angebaut. Achso, das ist ein Gefängnis? Das ist ein Gefängnis, da ist einer drin. Lol.
Nicht mal wir sitzen im Gefängnis. Und das wäre schon sehr zu erwarten gewesen. Okay, das ist anscheinend so ein Riesenschloss. Wenn wir gerade schon so bei Schloss sind, das ist ein Riesen. Also ich würde sagen, das sieht so aus, das hier ist dieses Riesenschloss mit dem, was weiß ich, Samurai, Ninja, König oder so, keine Ahnung. Und das ist hier, das dort ist dieses kleine Dorfbereich, wo die Dorfleute alle wohnen. Okay, let's do this. Ich weiß nicht, wer da ist. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht hin, aber... Seht ihr das? Wer ist das? Also sieht auf jeden Fall schon mal komplett anders aus als die ganzen anderen Leute. Hat nicht so ein krasses Schwert wie die hier, ne? Und was ist das für ein Feld? Okay. Okay. Hallo? Okay, ich kann hier nicht durchlaufen. Force Field Controller, okay. Ich kann hier nicht durch, ich kann hier auch nicht durch. Geschweige denn hier rein? Gwendoline? Was macht Gwendoline hier? Ich dachte, sie wäre tot. Ich hätte einen blutigen Umhang, Erdenzerfetzung. Wer ist das? Graf Dracula? Und wer ist dort oben? Claudia! Das ist Graf Dracula und dort oben im Käfig ist Claudia. Aber sie sieht doch ganz normal aus im Gegensatz zu Gwendoline. Gwendoline ist irgendwie, was steht darunter? Blutlos? Meine Frage. Ihr versteht es kurz. Denkt ihr auch gerade das, was ich denke? Denkt ihr auch gerade das, was ich denke? So wie ich das denke, ist Gwendoline nicht tot. Denn wir haben sie ja gerade gesehen. Das ergibt Sinn. Leute, das ergibt Sinn. Das ergibt sowas von Sinn. Warte mal. Mal Frage an euch. Haben wir je Gwendolines Leiche gesehen? Haben wir je eine Beerdigung für Gwendoline abgehalten? Haben wir eine ärztliche Bescheinigung bekommen, dass sie tot ist? Nein, der Arzt hat gesagt, ja, Freund hat den Herzinfarkt. Die stecken alle unter einer Decke. Und wisst ihr, was ich vermute? Da unter Gwendoline blutlos steht und diesen Vampir-Cape hat und neben Graf Dracula steht. Ich vermute eher, vielleicht hatte sie einen Herzinfarkt. Aber das, was ich vermute, ist, dass Graf Dracula in unser Haus kam, da wir ja keine Tür haben. Scheiße, wir haben keine Tür, Leute, wir müssen unbedingt die Tür machen. Und Gwendoline erschreckt sich natürlich sehr gerne, glaube ich. Habe ich zumindest so die Befürchtung, das ist die kleine Gwendoline, ne? Dass wahrscheinlich Dracula sie erschreckt hat, sie vielleicht einen Herzinfarkt hatte oder in Ohnmacht fiel, aber alles überlebt hat. Dracula sie mitgeschleppt hat, sie gebissen und das Blut ausgesaugt hat wahrscheinlich. Das gehe ich so in Vermutung. Dass unsere kleine Gwendoline von Dracula das Blut ausgesaugt wurde. Und jetzt hat er sich einfach gedacht, ja, da ist ja noch eine Frau. Nehmen wir doch einfach mal Claudia mit. Aber sie ist noch normal, sie ist noch nicht ausgesaugt. Claudia wurde noch nicht gebissen, sie ist noch ein ganz normaler Mensch, der dort eingesperrt ist. Im Gegensatz zu Gwendoline. Kann er sich hier reinbauen? Warte mal. Nee. Keine Chance. Wir kommen hier nicht rein. Wir kommen hier nicht rein. Oh, scheiße. Auf Dracula. Wir kommen wirklich schnell. Wir müssen so schnell wie möglich irgendeinen Weg hier reinfinden. Sonst wird Claudia am Ende auch noch ausgesaugt. Und dann ist sie auch ein Vampir. Und die Frage ist eher, wie bekommen wir Gwendoline zurück? Also sie ist jetzt ein Vampir. Sie ist blutleer. Irgendwie mit einer Bluttransfusion oder so. Paul, ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall baue ich mir erstmal eine Tür rein. Puh. Alter Schwede, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das ist ein Samurai-King oder sowas. Aber damit...
Mal ganz ehrlich, Leute. Mal ganz ehrlich. Hat irgendeiner von euch als Zuschauer jetzt damit gerechnet, dass Gwendoline am Leben ist, dass wir Claudia in einem Käfig wiedersehen, es Claudia gut geht und Graf Dracula sie ausgesaugt hat? Und dass es jetzt laggt? Hätte irgendeiner damit gerechnet? Ganz ehrlich? Ich glaube wohl kaum. Ich nämlich auch nicht. Okay, wartet mal. Wir brauchen irgendeine Tür kurz. Wir brauchen echt mal irgendeine Doria. Was gibt's denn für Türen? Was ist denn mit der Carrying Door? Wie macht man sich die? Ich glaube, die kann man sich nicht craften, oder? Die kann man sich craften. Dann machen wir uns. Was machen wir uns für eine Tür? Wir machen uns. Gold und Eisen. Wir brauchen irgendwie eine große Tür. Paper Wall. Door Factory. Nee, Iron Glass Door. Machen uns. Kann man auch nicht craften. Die schon, aber warte mal kurz, wir müssen irgendeine Tür craften. Wir machen uns. Hier würde ich sagen, drei Eisen und drei Glas haben wir noch. Glas und Eisen. Glas haben wir, Eisen. Ja, haben wir. What the fuck? Ich glaube kaum, dass da irgendwer mit gerechnet hat von euch. Bezweifle ich so hart. Weil mit sowas rechnet doch kein Schwein. What the fuck? Warte mal, machen wir die Türen hier und machen wir sie hier hin. Da müssen wir das zu machen. Die obere Etage wird auch noch links da, ja. Ich sag, wir machen die hier hin. Okay, warte mal, das geht nicht. What the fuck? Habt ihr irgendeine Idee, wie dieses Force Field durchdringen? Da stand Force Field Control, also irgendwie mit Force Field Control so gemacht. Oder ist anscheinend. Also, irgendjemand eine Idee, wie wir das durchdringen können? Iron Glass, ah, da brauchen wir einen Hebel. Warte, wir brauchen kurz einen Lever. Alter Schwede. Wie kommen wir durch dieses Force Field? Wie sollen wir da durchkommen? Ich habe keine verdammte Ahnung, wie wir da durchkommen sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie sollen wir da durchkommen? Stone Bullet Bomb. Okay. Okay. Wie sollen wir da verdammt nochmal durchkommen? Ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Schimmer. Ich bin ja noch ein relativ cleverer Kopf. Aber dafür fällt mir echt nichts ein. Ganz ehrlich. Ich habe keine verdammte Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Es ist irgendwie, wir haben das wieder abzubauen und alles. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach, Leute. Aber eins wissen wir jetzt. Wir haben jetzt mehrere schlechte Nachrichten bekommen. Mehr oder weniger schlecht. Aber wir wissen jetzt, wir können Gwendoline bestimmt noch irgendwie wiederbekommen. Irgendwie können wir Gwendoline bestimmt noch wiederbekommen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt. Könnt auch gerne ein Like geben. Würde mich mega freuen. Auf jeden Fall schreibt auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wie wir dieses Force Field durchdringen können. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut und tschüss.